Moin Leute, willkommen zurück zu diesem Video, gerade ein anderes Video, und zwar ist es gerade Abend und ich bin auf dem Teamspeak und hab mir gedacht, was, also ich bin gerade mit anderen Leuten im Teamspeak, nicht alleine, und zwar habe ich gedacht, was passiert, wenn ich einfach irgendwem im Teamspeak, der gerade auf dem Citybuild ist, in so einem Spieler, einfach Game Mode gebe, gucken, wie der reagiert, ob der überhaupt was sagt, wenn wir im Teamspeak sind. Ich bin gerade übrigens, also da kann mich nicht sehen, ich beobachte natürlich, dass er keine Scheiße baut. Ja, ich mute mich mal kurz wieder im Teamspeak. Chaos-Gamer. Bin wieder da. So. Timmy, er ist weg. Wer ist weg? Elias? Oh. Ja. Das Chaos-Gamer ist Elias. Hä, wo ist er hin? Hoch. Nerd-Gamer. Was ist eigentlich mit eurem Team-Water-Lohn? Leute, ihr sollt mit Timmy-Time, du sollst Night-Gamer und allen Teil von VIP-Launched Move. Komm gleich. Oh. Was? Geh später. Du sollst alle Move, die nicht in diesem... Elias, baust du jetzt wirklich einen Paul der Besen? Ja, bitte. Warte, ich muss kurz gehen. Warte. Microphone. Leute, er hat jetzt Game Mode. Microphone activated. Bitte, kann mich der erlösen. Ey, ich bin gar nicht auf dem Server, du Lappen. Also gerade bei Google-Nutzer. Oder besser gesagt, einfach so auf der Bauwelt. Ja, das. Nein. Sind das ja wieder vier? Ich verstehe die Scheiße nicht. Das ist richtig, aber da nicht. So, wieder da. Microphone muted. Ich bin mir gerade nicht sicher, warum er auf K steht, ob er sich was aus dem Inventar holt. Ich meine, kann ja sein. Sound resume. Microphone activated. Hallo, Fertel. Hi. Ich bin mal oben. Warte, Supporter? Ja. Kannst du move? Ja. Erste Sekunde. Nicht jeden, aber. Ja. Er sagt einfach nichts, Alter, so ein Vollidiot. Ich meine natürlich nicht, aber es ist ja nicht mies. Ich will genau das gleiche machen. Was? Ja, unten im AFK-Bot-Launch. Ich kann ihn für 7 Tage bannen, maximal. Dann bannen sie mal für 7 Tage. Und wen noch? Sonst keinen. Sekunde und gleich musst du einen moven. Also den, Prime FM 1 privat habe ich jetzt gebannt. Das war der falsche. Also der in der Eingangshalle. Hey, lol, warte mal kurz, bei mir im Chat kommen gerade zu Zeugs, das wäre hackt. Irgendwer hat das Anti-Cheat erkannt. Ist wer von euch im Channel am Hacken? Nein. Ich bin gar nicht in Minecraft. Jetzt hast du den falschen Bot gebannt. Oh. Lol, warte mal, hä, hey, wer ist das? Warte, ich muss kurz gucken, was das Anti-Cheat sagt. Warte, ich mal. Sound music. Er fliegt rum, ich sag so. Ich muss gucken, was Andi sagt. Ich muss gucken, dass er keine Scheiße macht. Ich erkläre es dir. Geh mal kurz auf Extras. Hey lol, bei mir kommen die ganze Zeit so komische Meldungen, dann Leute. Dann gehst du auf Bannliste. Von was von AAC? Leute, macht Supporter? Irgendwer gerade Scheiße? Nein, ich bin nicht in Minecraft drin, ich sag's dir. Wer macht? Sag mal, wer? Ich sehe es gerade nicht, es kommt noch nichts. Ich sehe einfach gerade das, was. Ich mach einen Screenshot. Ja, wo denn? Ein Screenshot einfach. Wo? Was? Screenshotte, dann such dir ein Programm, wo du es hochlädst, das Bild. Ja, nee, ich hab kein Programm und ich lädt mir jetzt auch keins runter, bitte gesagt. Jetzt kommt bei mir, dass wer rumfliegt. Jetzt kommt bei mir im Chat, dass wer irgendwer rumfliegt. Der hackt irgendwer, Leute. Also da fliegt jemand rum, den ich nicht kenne. Also der besser gesagt kein Admin hat. Kannst du mir eventuell Rechte geben, dass ich es selber machen kann? Was machen kannst? Hoffentlich. Dass ich die Bots. Ja, gleich, warte kurz. Ich will jetzt kurz gucken, wer hackt, weil es kann ja nicht sein. Die Crafter hackt nicht. Ich muss halt ein Bot entbannen in der Bannliste, weil der gerade gebannt wurde. Hey lol! Elias, warst du das? Ja, was? Ich bin auf OP-Sucht. Gerade wo du geleftet bist, hat's nicht mehr geleckt und hat auch nichts mehr, kam auch keine Meldung mehr. Ich hab an mein Ding Paul der Besen fertig gebaut und bin dann nach OP-Sucht gegangen. Elias, hast du das gemacht? Er hat Paul der Besen wirklich zu Ende gebaut, hab ich gesehen. Guck doch, ich hab Paul der Besen gebaut. Kommst du kurz nochmal online? Nee, also die Spieler hier, die haben nichts gemacht. Elias, also, kommst du mal bitte noch kurz online? Weil wenn du jetzt wieder online kommst und dann wieder Scheiße passiert, dann ist klar, dass du es bist, ne? Aber ich hab nichts. Ich bin online. Bist du beim Citybuild? Ich geh jetzt rein. Also ich hab ne... Ja, ich bin da. Wo bist du? Warte, ich will gucken. Ne? Ich bin in der Lobby. Spawn. In der Lobby, in Spawn. Am Spawn, Entschuldigung. Au!
Wer hat mich geboxt? What the fuck? Scheiße. Herr aber Leute, warum backt das denn? Da steht, dein Game Mode wurde geändert. Warum? Was hast du gemacht? Was hast du gemacht? Was hackst du, Alter? Gemacht, ja, komm, gib zu. Komm. Jetzt kommen wieder die Meldungen im Chat. Ja, weil da steht gerade bei mir. Ja, was hast du für einen Client drin? Was hast du für einen Client drin, Alia? Hast du Game Mode 1? Guck doch, ich hab keinen Client drin. Elias, du musst einen Client drin haben. Schicken. Ja, komm, was soll dann kommen? Warte mal, du hast mich doch als Freund auf Minecraft. Du kannst gucken, ob ich Lady Mode anhabe. Ja, aber du kannst ja mit Lady Mode auch hacken. Nicht, dass man nicht hackt. Das heißt ja nichts. Also ich hab wirklich kein Hackline an. Alter, warum hast du dann jetzt Game Mode? Supporter? Warum hast du dann jetzt Game Mode? Elias, warte, das gehen wir kurz hochklären. Darauf habe ich keinen Bock. Elias, das gehen wir jetzt hochklären. Ich will nicht, dass alle merken, dass wir dumm tun. Bannliste, kannst du da drauf zugreifen? Elias, was hast du gemacht? Jetzt ernsthaft, sag mir den Hackline. Ich habe gequittet. Ich komme jetzt wieder rein. Ja, komm rein. Hopp, komm rein. City Build Server. Ich drücke nichts in meinen Tasten. Du hörst es dann, wenn ich was klicke. Ja, dann machst du ganz leise klicken. Kann ich auch, Elias. Ich bin drinne. Dein Game Mode wurde geändert. Ja, was machst du denn die ganze Zeit? Ich mach gar nichts. Ich schwöre auf mein Leben. Elias, Alter, ernsthaft jetzt, du musst dich spannen, ne? Ich hab nichts. Und du sagst, du bist ein normaler Spieler hier, ne? Ich bin wirklich, hey, Junge, warum? Das komm. Machst du doch die ganze Zeit. Ja, genau, warum sollte ich so dumm sein und irgendwelchen Leuten Game Mode geben? Dass sie sich am besten das alles biegen tun. Zum Prank. Ja, zum Prank. Ja, ich prank dich gerade. Schon wieder, Junge. Ich disconnecte die ganze Zeit und komm wieder online. Und ja, dann bleib mal drauf, vielleicht geht es ja wieder weg. So, jetzt bin ich in der Lobby, Junge. In der Lobby kriege ich gar nichts. Ja, aber das hat ja nichts mit dem einen anderen Server zu tun. Jetzt komme ich wieder in den City-Build-Server. Mal gucken, ob es weggeht. Ich bin am Spawn. Du siehst, wenn ich Scheiße mache. Geh mal zu deinem GS. Gucken, ob es da passiert. So, / PA. Ist weg. So. Jetzt kommt bei mir keine Meldung mehr. Ist es weg? Nein. Guck mal, aber ich kann immer noch fliegen. Achtung, soll ich mal fliegen? Guck mal, ob du die Meldung bekommst. Ja, ich bekomme wieder eine Meldung hier im Chat. Ja, ich habe gerade kurz geflogen, aber ich habe Game Mode, ja. Aber das hattest du vorhin schon, vorhin hat schon. Ich habe mein Paul. Ah ja, du hast es gemacht. Hast du denn Paul und Besen im Game Mode gebaut? Nein. Ich habe mir Stroh von meinem Garten. Ey, ich habe dir gerade gehört, ich habe gehört, dass das eine Lüge war, ne? Hä? Hast du denn Paul den Besen im Game Mode gebaut? Nein. Wie lange hast du den Bug schon? Den Bug habe ich gerade eben vor 5 Minuten bekommen. Das kann ich nicht glauben. Es kann sein, dass du schon weißt, wie lange du den schon haben kannst. Wie lange kann ich den denn schon haben? Ja, weiß ich nicht. Vielleicht hattest du ihn ja schon lange und hast nichts zugegeben, dass du ihn hast. Warum, wenn ich den Bug hätte, hätte ich mein Haus schon längst fertig. Und den Kopf hier von Kritzel. Und dieses Zeichen. Hab ich's fertig? Nein. Ich weiß ja nicht. Aber weißt du, sowas will ich nicht. /Z0. Darauf habe ich keinen Bock. Was hast du gemacht? Ja, Alter, wenn du hier mit Game Mode rumbaust, ich kann dir auch noch so ein ganzes Haus löschen. Ich hab wirklich nicht mit Game Mode gebaut. Ich schwör auf mein Leben. Alter, das kann jeder sagen. Okay, ich hab das Holz gebaut. Das kann ich aber auch wieder abbauen. Hier, guck, ich baue es kurz wieder. Ja, komm, nee, das bringt jetzt auch nichts. Ich weiß nicht, ob du das ganze Haus da reingebaut hast. Das Haus hatte ich schon vorher. Ja, sag mal dann, ne? Nein, bau das Haus wieder hin, bitte. Nee, ich hab keinen Bock darauf, Elia. Ich hab da keinen Bock drauf. Mach einfach keine Scheiße. Ernsthaft jetzt. Elias, darauf habe ich keinen Bock. Du kannst mich nicht die ganze Zeit anlügen. Ernsthaft jetzt. Okay, aber tu das. Nein, Elias, darauf habe ich keinen Bock. Ernsthaft jetzt. Elias, darauf habe ich keinen Bock. Ich hacke nicht und tu das mein Haus zurück. Bitte. Dein Haus. Ja, mein okay, gut. Haus. Aber der Besen bleibt gelöscht. Okay, den Besen kannst du löschen, den Baustein halt neu. Aber ganz ehrlich, du hast das wirklich nicht gemacht. Gib's zu. Guck mal, warte, ich hab bis hierhin. Nee, Elias, weißt du, was? Ich lasse dir jetzt dein Haus da, aber ich hab keinen Bock mehr, so. Das nervt mich. Der holt es gleich. Warte, ich spann jetzt noch Ingame weg. Gucken, ob er wieder drauf kommt. Gamer Chaos. Bug. Using, keine Ahnung, ob das richtig geschrieben ist. Okay, Grund, nein, wie lange banne ich ihn? Zwei Monate. Sind das 2 Monate oder 2 Minuten? Oh, scheiße. Ja, oh mein Gott, jetzt wird er weinen. Oh mein Gott, jetzt wird er weinen. Oh mein Gott, der tut mir jetzt schon leid, ne? Warte, ich guck mal kurz, ob er wieder da ist. Kein gebannt. Kommt er wieder zurück? Wie lange habe ich den gebannt? 1 Sekunde, okay, gut. Gucken aber, wie der Teamspeak kommt.
Oha, der tut mir gerade so leid, Leute. Scheiße. Ich gucke hier und warte, ob er wieder Teamspeak kommt. Ich hoffe, der weint jetzt nicht rum. Alter, fuck, tut der mir leid. Okay, warte, er ist wieder da. Jetzt geht er wahrscheinlich schon in den Support-Warteraum. Der geht safe in den Support-Warteraum. Warte, komm schon, geh Support-Warteraum. Ist er wieder geleftet? Oh nein, bitte nicht. Oh nein, bitte, tut mir leid. Warte, ich muss ihn move'n. Wo ist er hin? Wo ist er hin? User was moving. Jetzt bist du ja schon wieder hier. Ja, weil du mich für eine Sekunde gebannt hast. Ja, und vom Minecraft-Server auch. Vom Minecraft-Server für eine Minute. Nur eine Minute? Ich dachte, das ist ein Monat, warte, da musst du das verlängern. Bitte, warum ein Monat? Ach, übrigens, ich hab gerade dein GS geklärt, ne? Darauf habe ich keinen Bock. Nein, hast du nicht. Hast Doch. Du nicht, hast du nicht, hast du nicht. Bitte, nicht, bitte, nicht, bitte, nicht, Gott, bitte. Wenn du das gemacht hast. Was hast du? Elias, das war nur ein Prank! Das war nur ein Prank! Du hast mich jetzt gerade nicht wirklich geprankt, Alter! Du hast fast angefangen zu heulen, du hast mir so leid getan! Ich warte wirklich! Oh, tut mir leid! Elias, tut mir leid! Oha! Elias! Es leckt jetzt halt wirklich. Jetzt leckt es gerade wirklich, ne? Ist es dein Ernst? Was? Lol, es leckt! Ist es jetzt wirklich dein Ernst? Warte, bei mir leckt es gerade. Ja, ich hab dich gefragt. Elias, das, oh mein Gott, tut mir leid. Das kriegst du dreifach zurück. Nein, oh. Das verspreche ich dir. Das kriegst du zurück. Also, das kriegst du definitiv Alter, das, zurück. Du tust mir gerade so leid, Elias. Geht's dir wieder? Alter, wenn hättest du das wirklich gelöscht, ich wäre aus dem Server gegangen. Ich wäre in meinem Bett, hätte geheult, wäre schlafen gegangen. Oha, tut mir leid. Tut mir leid, Elias. Warte, du bekommst von mir noch eine Entschädigung. Oha, du tust mir so leid. Aber oh, jetzt bist du wenigstens in meinem Video. Findest du es auch gut? Ein Video aufgenommen. Ja, ich hab die Scheiße noch aufgenommen. Aber ist okay, wenn du da im Video bleibst? Ja, klar, kein Ding. Aber weißt du was? Ich hab die Game gegeben. Du baust einfach den Besen weiter. Ich denk mir so, willst du mich verarschen? Und ich dann, guck, was hast du gedacht, dass du den Besen einfach im Game Mode weitergebaut hast? Ich hab gedacht, ich hätte noch Blöcke. Ich baue ganz gemütlich weiter. Weißt du, was ich nicht gecheckt? Nachher fliegt er da rum. Ich denk mir so, Bro, als ob der das nicht checkt. Und nachher denke ich mir so, jetzt sagt er das aber einfach so nicht, weil er es gemerkt hat. Kriege ich meine Hälfte meines Besens zurück? Alter, du hast 5k gegeben. Hey, ich hab den gar nicht weggemacht, ne? Ich hab ihn aber weggebaut. Ja, ich weiß nicht, wie ich den zurückmache. Gamer-Chaos. Oh fuck, der Server buggt. Ja, hey, weißt du, ich hab heute gefragt. Oh, danke. Ich hab heute gefragt, den Ohas. Der Server buggt extrem. Ich hab heute. Ja, lecker. Den Admin gefragt, Lennart. Könnte ich dieses 2er-Merch von mir hier noch gemercht kriegen? Das ist dann halt ein 6er-Merch, das ist schon groß, aber ich würde dann noch einen riesen Shop hinbauen. Was willst du gemercht haben? Ich kann gerade nichts machen, tut mir leid, ist aber leck. Warte mal, lass mal in die Lobby gehen, leckst du auch so? Warte mal, slash, oh ja, der City-Build leckt extrem. Nur das City-Build leckt, lol, okay, gut, lass hier weiter rennen, ja? Weil Lennart, NNF und Lebenslauf haben gesagt, Ich bin schon einer der größten Spieler mit einem 4er-Merch. Ja. Aber das Problem ist. Das kannst du ja mal bei Wünsch erfüllen, wünschen. Gute Idee, weißt du warum? Ich habe einen 4er-Merch und das gehört mir und meinem Cousin zusammen. Ja. Und ich habe einen 2. Account und neben meinem GS ist noch ein 2er-Merch. Dieses 2er-Merch wollte ich zum 4er-Merch dazu merchen, um einen ganz großen Shop für den Server halt aufzubauen. Ja, okay, das können wir nachher ausgucken, nach der Aufnahme. Ich beende jetzt kurz die Aufnahme, Leute. Ich hoffe, es hat's gefallen. Leute, er hat mich geprankt. Alter, tut mir leid, Elias, tut mir so leid. Das kriegst du. Ey, Leute, wenn ihr wollt, dass ich ihm das zurückgebe. Perfekt, das bekomme ich nicht zurück, Leute. Bis zum nächsten Mal, haut rein, lasst ein Like da, wenn ihr mehr Pranks wollt. Was gibt's noch zu sagen? Wer jetzt irgendwer kommt, Leute. Das wäre fake, Leute. Die Leute da unten können es beweisen, dass es fake war. Ich wünsche noch einen ganz schönen Tag. Haut rein, bis zum nächsten Mal und, Alter, euer Ernst. Ciao, Leute!